Holy! Okay, ich muss genau das Ding treffen wahrscheinlich, ne? Ich hab noch andere. Greift der Vogel an! Howdy! Alter, ich bräuchte Dings da runter. Ah! Holy! Werft den Pöbel zu Boden! Oh nein, nicht getroffen. Du bleibst hier. Ich hab den Vogel. Wir haben den Vogel. Holy moly. Das war crazy. Der Vogel ist gefallen. Schnauze da unten, Alter, WTF. Habt ihr geholfen? Keine Ahnung, ihr seid tot. Ihr habt geholfen, Jungs. Ihr wart geil. Dafür danke ich euch auch. Aus Versehen eine Trap hingelegt und die hat mir einfach den Arsch gerettet. Also den Vogel dem Rest gegeben. Und der Flüssigkeit von dem Vogel. Pass auf jetzt. Jura abbrechen. Nein, das war nicht so, wie ich wollte. Ja! Ja! So. So wollte ich das machen. Geht das nicht? So. Licht fällt vielleicht so. Wo ist denn hier die Tiefenschärfe? Zack, Blende. Der Fokusabstand close. Sieht nicht ganz so geil aus. Ja, die können so eine coole Szenerie erstellen, aber allem Anschein nach hat es leider nicht ganz so geklappt. Macht aber nichts. Wir haben mal eben den Donnerkiefer besiegt und so einen Sturmvogel. Hä? Ein Kaja-Fremder wurde einfach aus Versehen getötet. Der Kaja-Fremde ist auch tot. Naja.
Er hat gesehen, dass er gegen den Sturmvogel gekämpft wurde, also hätte der auch sich da einfach mal einen anderen Weg suchen können, um da vorbeizukommen, oder? Gab ja genug Platz. Die verfluchten blablabla. Schattenjägerbogen herstellen. Mal eben hier kurz gucken. Kann ich hier? Schaden. 52 Handhabung, 10 Schaden, 41 Abriss, 41 Handhabung. Was macht die das? Das macht Eis und 27 Schaden. Damage ist schon eine Nummer, ne? Nehme ich. Der Scharfschussbogen hat nur grüne Sachen drin. Das können wir aber ändern. So, jetzt müssen wir einmal kurz gucken. Das ist Schaden nur. Nur. Schaden und Handhabung. So. Das ist 7 Abriss. 41 Abriss und Handhabung. So, hau einer mit. Hatten da jetzt Schock, Schock, Schock. Schock und 11 Schaden. Ja, komm. So. Hat die Kommandantin der Garde ermordet. Darum kümmern wir uns noch. Noch steht gar nichts fest. Vielleicht hat sie ihren Tod auch nur vorgetäuscht. Davon gehe ich nämlich mal aus. Dass die ihren Tod einfach nur vorgetäuscht hat. Nö. Kannst du ein Foto machen, dann kannst du die schönen Dinge den ganzen Tag angucken. Wo ist Talana? Vielleicht oben? Aziz ist auch nicht da. Vielleicht weiß Ligan, wo sie sind. Ligan war unten, der, ne? Ja. Die sich schon auf den Weg gemacht haben, das Vieh zu töten. Das Legendäre. Hast du Trophäen? Ich bewahre sie auf, bis der Sonnenhabicht kommt. Wo sind Aziz und Talana? Rotschlund wurde gesichtet und Aziz wollte ihn. Talana hörte es kurze Zeit später und folgte ihm. Sie gingen allein? Aziz ging ohne seine Drossel. Talana ebenso. Aber ich sah, dass ein paar Fremde ihr folgten. Ich traue Aziz einiges zu, wenn es darum geht, Rotschlund zu erlegen. Wohin sind sie gegangen? Ich muss helfen, wenn ich kann. Vielleicht hast du recht. Sie gingen nach Südosten, in Richtung der Speerschäfte. Beeil dich lieber. Die tödlichste Beute. Nicht für mich. Die tödlichste Beute bin nämlich ich selber. Questbelohnung. Mal hier so ein paar Kisten wieder öffnen. Ja, her damit. Alles nehmen. Aha. Oha, wie viele springen. Ja, okay, okay, okay. Kann ich nicht nehmen. Nimm das. Modifikationen sind auch voll. So viele Kisten, Alter. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur blau, gelb, lila, grün. Und meine Rohstoffe sind immer noch nicht voll. Ist das geil! Ah, ist das schön, ehrlich. Ist das super schön. So viel Platz zu haben. So, jetzt habe ich auch wieder ein paar Materialien, die ich mir... So. Tutorial ist der Sprenger. Du hast eine starke neue Waffe erlangt, den Zersprenger, der neue Arten von Munition abfeuern kann. Diese Kampfherausforderung soll dir helfen, den Umgang damit zu erlernen. Ich krieg dafür XP, ne, wenn ich die ganze Scheiße mache. Ich
wahr sein. Was ist der Springer? Das hier. Oh. Wo hab ich das denn herbekommen? Stimmt aus irgendeiner Kiste, das war ja Lila, ne, was ich kurz gesehen habe. Schattenkater haben Hauptmann Erser bei der Club aufgelauert. Wie konnten sie dorthin locken? Bum, bum, bum. Na, ihr kleinen Süßen? Guck mal jetzt. Nein, ich kann das nicht bewegen. Ich mache so cooles. Naja, gut. Vergessen wir das mal wieder ganz schnell. Rotschlund, Stufe 19. Wo soll der sein? Oh, da waren wir noch gar nicht. Dann teleportiere ich mich da unten hin, beziehungsweise reise schnell. Teleportiere mich hier überhaupt nicht. Nehme ich die Quest dann noch an. Die Mittagssonne. Hab mein erster Metallankauf. Gute Preise. Faire Preise. Hier gibt's die besten Preise für Maschinenteile unterm Tafelberg. Keine Abgaben an den Sonnenhof. Nicht wie die Gierschlunde dort droben. Sie interessiert sich doch nicht für Steuern. Ich weiß, was sie nicht interessiert. Wie gesagt, das beste Angebot für Schnappmaullinsen. Das kann ich beschwören. Bei der Sonne. Spuck dir nicht in die Hände. Jägerin, ich entschuldige mich für meinen Partner. Stillen Partner. Stiller Partner? Wenn die Sonne doch nur meine Gebete erhörte. Vergiss die Schnappmaullinsen, Jägerin. Die will niemand haben. Eine Langbeinlinse würde sich dagegen wirklich lohnen. Welches Teil wollt ihr? Also was... Niemand will Schnappmaullinsen. Die sind gut und hart. Man kann sie überall reinhämmern. Wofür hältst du das? Für einen von diesen schäbigen Handelsposten? Dies hier ist Meridian. Wir haben Kultur. Ich habe Kultur. Gerade neulich sah ich mir die Jagdprüfungen an. Oh, große Sonne. Schenk mir die Kraft des Mittags. Du hast einen Sonnenstich, wenn du glaubst, dass wir hier Langbeinlinsen loswerden können. Ich stehe hier, ne? Hallo? Ich habe es dir schon so oft gesagt, wie der Turm hoch ist. Handwerk, Kunstfertigkeit, dafür stehen wir. Handwerk gewinnt keine Kriege und vertreibt keine Maschinen. Man braucht gute, altmodische, einfach... Oh ja, einfach gearbeitete Kraft. Wenn du was Glitzerndes siehst, wirfst du es weg. Hätten Karja diesen Aufzug gebaut, wäre es nur ein schöner Schacht geworden. Die langen Jahre des Stöberns und keinen Humor gefunden. Genug! Tja. Ein deutliches Volk, diese Nora. Warum überhaupt zusammenarbeiten, wenn man sich nie einig ist? Ah, es ist eine symbolische Geste. Keine Abgaben an den Sonnenhof, wie ich schon zu Beginn sagte, Ranin. Sagt mir einfach, was ihr wollt. Eine Langbeinlinse. Eine Schnappmaullinse. Gut. Ihr seid wohl beschäftigt. Warte, warte. Du hast sie verjagt. Schnappmaullinse, was sagst du? Ich hab sie verjagt? Na klar. Hör zu, Jägerin. Langbeinlinse. Jäger, Wühler, bringt uns euer Metall. Ich hab eine Schnappmaullinse. Ich hab eine Schnappmaullinse. Hervorragend. Hier die Bezahlung. Eine Schönheit. Bitte? Das Wort benutzt du nur, wenn du eine abschleppen willst. Deine Kunstobjekte bringen kein Geld. Ich sag dir warum. Künstler sind grundsätzlich arm. Wir können die Schnappmaullinse ebenso gut an die Wand nageln. Die werden da oben doch schon überall verhökert. Angebot und Nachfrage waren doch schon immer nichts als Fremdwörter für dich. Wir machen einen Deal. Das Letzte, was ich heute brauche, sind noch mehr von deinen Deals. Also, wenn du bei der Schnappmaullinse nachgibst, musst du nicht zugeben, dass du falsch lagst. Die hören nicht auf. Wir machen einen Deal. Okay. Das Letzte, was ich heute brauche... Sammeln wir die Maschinenteile. Kann ich einfach noch was machen? Keine Ahnung, erstmal gehen wir zum Rotschlund. Sind noch mehr von deinen Deals. Also, wenn ah, du Auftrag abgeschlossen. Nevermind. Großzügige Belohnungskiste.
bessere Waren findest du nirgendwo. Doch, doch. Meine Familie könnte noch leben. Und ihr sitzt hier rum und tut nichts? Alter, das hat F eine Rüstung an. Er ist aber Stufe 34. Einen Punkt habe ich. Was brauche ich denn überhaupt noch so? Erhöhte Chance auf Rohstoffe im Plündern von Maschinen. Das hört sich doch gut an, ne? Dann spare ich mal ein bisschen. Sag mir, was mit deiner Familie ist. Vielleicht kann ich helfen. Bei der Sonne, ich glaube, sie sind alle tot. Ich habe nur knapp überlebt. Maschinen. Wilde Maschinen griffen unser Anwesen an. Ich sollte Hilfe holen. Was für eine Art Maschinen? Wo kamen sie her? Ein Verwüster. Bei der Sonne, was er angerichtet hat. Und es waren auch Wächter dabei. Der Sonnenkönig sagte, er könne die Anwesen jenseits des Tals nicht mehr schützen. Aber Vater glaubt es nicht. Das Anwesen deines Vaters? Erzähl mehr über das Anwesen. Meinem Vater gehören Steinbrüche und er steckt alles in das Anwesen. Feine Teppiche, Schnitzereien, Silberwaren. Und was ist mit den Leuten? Natürlich. Nur ihre Leben zählen. Vater, meine Schwester und ein Dutzend Wachen und Diener. Ich hoffe, sie leben. Ich gehe zum Anwesen. Ich gehe zum Anwesen und suche Überlebende. Wirklich? Oh, danke. Oh, bitte. Pass auf. Die Maschinen sind tödlich. Ich ebenfalls. Ich habe kein Problem mit tödlichen Maschinen. Aber erst finde ich Talana. 950 Meter. Scheiße, ich hätte irgendwie ein Pferd haben sollen oder sowas. Meine Aufgabe ist es, Wache zu halten. Ich mische mich in politische Dinge nicht ein. Besser ist er, mein Freund. Wir lassen dich nicht mehr in Ruhe damit. Ich habe mich nicht mal eingemischt und wurde jetzt. Ich wollte nur meine Scheiße erledigen. Und jetzt muss ich irgendwelche Schwestern, Brüdern und was weiß ich nicht alles finden. So, komm mal her. Dann komme ich da nämlich schneller hin. Jetzt auch noch eine Blume, ne? Ah, die ist bestimmt da oben, hä? Was ist das denn? Holy shit! Ich wollte gerade sagen, jetzt bestimmt eine Trap. Nein, fertig! Danke, mein Kleiner. Ich wollte gar nicht da reinrennen. Ich bin aus Versehen da reingegangen. Ja, jetzt wie komme ich da hoch? Hier vielleicht. Ich kann schwören, die Blume wird hier oben sein. Ja, da ist sie. Das muss die Blume sein. Kümmert euch einfach um eure Sachen. Da ist hier oben, Händler. Na? Hast du irgendwas Gutes? Schattenrassler, Zersprenger, den habe ich schon. Der Druckluftstöße dieser Nahkampfwaffe lösen Rüstungen und Bauteile von Maschinen ab, ohne dass präzise Ziel notwendig ist und machen sie anfällig für nachfolgende Angriffe, kann nicht modifiziert werden. Oh, die kann ich mir holen. Ja, komm her damit. Ja. Na, hallo. Seht ihr das an? Näherungsbomben, Sprengbomben, Klebebomben. Geil. Und dann kann ich die auch
Erstellen. Modifizieren. Kann ich nicht. Handhabung habe ich reingetan und Schaden. Na gut. Und hier habe ich auch nichts reingepackt, weil ich wusste, ich werde mir die holen. Sehr geil. Dann haben wir den ganzen lila Stuff da wieder ausgewählt. Gibt bestimmt auch noch goldenen Stuff. Moment, hier war da irgendwo. Ja. Tschüss. Hole ich mir eins, was voll geheilt ist. Sogar noch besser. Auf geht's zu Talana. Gut, das heißt, diese Maschinen, diese. Oh, da ist noch ein Pirscher. Kein Vorwurf an dich, würde ich sagen. Ja, ich habe jetzt keine Zeit. Fuchs muss ich noch töten. Wir brauchen das Fleischgedönse. So. Euer Bullrücken, Alter. Leuchtendes Geflecht nehme ich gerne, danke. Holy! Da steht sie ins Bein, zack. Hoffentlich tut's weh. Voll erschrocken. Kommt der da hinter mir hergesprungen? So schnell erledigt man mich nicht. Brauch eigentlich noch viel, viel mehr Heal. Banditenlager. Absteigen. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Ja. Das wird meinen Magen auch beruhigen. Ja, komm, wir nehmen das mit. Wenn ich davor stehe, kann ich jetzt auch mitnehmen. Ist das der Kopf oder nicht? War der Kopf. Das ist ein kleines Banditenlager, oder? Täusche ich mich. Ah, Mittel. So, die beiden ausgeschalten. Den auch. Ein neuer Tag bricht an. Was er wohl bringen wird. Tote. Sehr viele Tote. Oh, Feuer. Wie voll gestapelt hier. Oh, da liegt blauer Stuff. Ich sehe den Alarm. Oh, hier sind noch mehr. Okay. Höre ich ihn nicht auch noch. Doch nicht so klein, wie ich dachte. Boah, ihr habt immer geilen Stuff zum Verkaufen, ne? Bei euch mache ich wieder Moneten. Oh shit. Der Elite Heini. Ah, da geht er drauf. Lebt es nicht gut. Der hätte fast gesessen. Der hat gesessen. Du willst ja sein. Zack. Wir werden keinen Alarm mehr schlagen. Hat er eine schwere Waffe gehabt? Nee, ne? Was ist das da? Banditenkrieger? Achso, die Leiche.
Wurde getankt. Nicht gut genug, aber... Zack! Netter Versuch. Aber leider bin ich Scharfschütze. Da hinten sind noch ein paar Triggers. Ganz ruhig. Was machst du denn da? Hans, guck in den Himmel. Augen auf! Fotomodus? Ja. Guck dir das an. Oh, holy shit. Ah. Wo war denn hier gerade? Da war gerade eins und Sonnenschein. Das sah ganz cool aus. Obwohl das auch schon sehr cool aussieht, ne? Komm ich denn hier hoch? Ja. So. Easy. Nebenbei das Benzinlager gecaptured. 10k XP. Schmackhaft. Kein Problem, Leute. Nächstes Mal könnt ihr wieder selber einnehmen. Was anderes ablegen. Was hat er hier verloren? Ein Glücksbringer. Easy Moneten. Das brauche ich. Verderbniswurzel brauche ich jetzt gerade nicht. Ein bisschen Healing auf jeden Fall. So. Das Schwein. Dann wieder 600 Scherben, also läuft die auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben mittlerweile den Punkt erreicht im Spiel, wo wir nicht mehr arm sein werden, sagen wir so. Also im Sinne von hart grinden. Ich glaube, die große Ressourcentasche macht schon eine ganze Menge aus. Weil du so viel mitnehmen kannst zum Verkaufen auch und hier und da. Ich glaube, wenn man die von Anfang... Gehärteter Fall, ja. Wenn man die von Anfang an richtig gut levelt oder direkt hochlevelt, dann hast du schon gewonnen. Weil alles aufheben wie zum Bekloppen macht ja halt auch sehr Sinn, ne? Also macht wirklich Sinn. Das nehme ich lieber mit. Sind das Pirscher oder Plünderer? Was hat? Ahntod. Ist denn noch irgendwas auf meinem Weg? Also, ich würde schon sagen, hä? Okay. Nichts, was sich jetzt auf die Schnelle lohnt. Ganz cool, wenn man so verwüstet und so reiten könnte. Wäre zwar ein bisschen broken, aber wäre auch cool. So, dann haben wir wenigstens auch was an Heal dabei und gehen nicht ganz... am Arsch da rein. Doch, die Blume können wir noch mitnehmen. Okay, hier sind einige Pirscher unterwegs. Aua, ja, genau. Ach. Habe ich Leben verloren. Dämliches Vieh, lass mich doch in Frieden. Denn das habe ich da. Ja, natürlich dürfte er sofort rein. Zack, nicht runterfallen.
Aua. Habe ich deinen Korn nicht getroffen? Ja, geil, da ich nichts treffe. Ich treffe ja wirklich nichts. Wo ist der Vogel? Ja. Hat doch hart getroffen. So. Jungs, ich bin nur hier für eine Blume. Verdammt nochmal.